Hallo, ich bin der Emanuel Großmeister. Heute zeige ich von Lego das Jubiläumsset Boutique Hotel. Und wenn es euch interessiert, bleibt bitte dran. Ich habe davon schon mal ein Video gemacht. Das Unboxing und die Verpackung habe ich euch gezeigt. Und jetzt seht ihr hier das fertige Modell an sich, wie es aufgebaut aussieht. Mit den vielen kleinen Details. Und was es da drin zu sehen gibt, zeigen wir euch jetzt. Als erstes sehen wir oben die Suite an sich. Das ist generell ein Zimmer. Das ist etwas teure Zimmer natürlich. Bisschen mehr kostet für die Nacht. Da sieht noch eine Tafel Schokolade auf dem Bett. Noch ein Fernseher und eine Lampe. Noch ein Badezimmer mit goldenem Wasserhahn. Relativ cool gemacht. Jetzt kommen wir in die zweite Etage. Da gibt es dann zwei Zimmer plus den Treppenaufgang. Hier sehen wir natürlich das kleinste Zimmer. Und das ist dann das mittlere Zimmer haben wir hier noch. Sehen wir einen Blick nochmal von außen drauf. Nehmen wir den Stockwerk auch nochmal ab. Jetzt sehen wir unten den Empfangbereich und den Treppenaufgang zu den verschiedenen Zimmern. Sind auch verschiedene Anspielungen dabei, zum Beispiel. Zum Beispiel das Bild an der Wand ist vom Pariser Restaurant der Maler, heißt zum Beispiel gemacht. Oder auf dem Plakat, wo die Leute sich anmelden, sind verschiedene Namen von verschiedenen anderen Sets mit drauf. Das ist auch ganz cool. Hier haben wir jetzt noch die Galerie, die am Haus angebaut ist. Da können wir das obere Stück abnehmen und dann können wir hier auch reingucken. Das ist praktisch ein extra Raum, wo Kunst ausgestellt ist in Viereckform. Hier haben wir jetzt nochmal ein letzter schöner Anblick mal von allen Seiten. Hier verkaufen wir einen Kaffee. Sind noch ein paar Personen auf dem Gehweg. Alles sehr schön, das ganze Modell an sich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin euer Manuel Großmeister und macht's gut.